Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch ein Review für ein Switch-Spiel, für einen Indie-Titel für die Nintendo Switch und für viele andere Plattformen, auf das ich mich selber sehr, sehr lange gefreut habe. Und zwar rede ich von Dark Devotion von den Hibernian Workshops und das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Und da bin ich auch wieder. Erschienen ist das Ganze schon am 25. April für den PC. Die Konsolenports, also Xbox, PlayStation und für die Nintendo Switch natürlich, sind jetzt Ende Oktober erst erschienen. Und ich habe natürlich direkt zugeschlagen. Das Spiel kostet 19,99 auf sämtlichen Marktplätzen. Vielleicht kann man das auch mal im Sale irgendwann günstiger kriegen. Aber ich finde, 20 Euro, um das schon mal vorwegzunehmen, ist kein zu hoher Preis für dieses Spiel. Worum geht's denn eigentlich in Dark Devotion? Und zwar haben wir es hier, und ich hasse eigentlich diesen Terminus, aber ich glaube, das erklärt es eigentlich am besten, sozusagen ein 2D Dark Souls. Also das Spiel ist recht hart, recht unnachgiebig, wenn es darum geht, uns nach dem Leben zu trachten. Und wir als die junge Templerin, die wir spielen, müssen immer wieder aufs Neue versuchen, uns unseren Weg durch die verschiedenen Dungeons, beziehungsweise es ist ein großer Dungeon, der überall zusammenhängt, zu bahnen, um das große Böse für die Welt auszurotten. Das Ganze spielt sich ein bisschen ähnlich zu letztjährigem Actionkracher Dead Cells, allerdings etwas träger und weniger agil. Während der Protagonist in Dead Cells ja springen und klettern und all dergleichen konnte, kann unsere namenlose Templerin das nicht. Wir können nur quasi laufen, angreifen und eine Ausweichrolle machen. Wir haben natürlich Möglichkeiten, Leitern zu erklimmen und so, aber selbst der kleinste Abgrund hält uns davon ab, unseren Weg fortzusetzen. Wir müssen uns dann also einen anderen Weg suchen. Das Gameplay an sich ist dabei A, explorativ, also wir müssen forschen, wir müssen gucken, wo geht's lang, welchen Weg müssen wir gehen, wo geht's zum nächsten Boss, auf die Bosse komme ich gleich nochmal zu sprechen, und natürlich gibt's Combat, also Kampf, Action, voll auf die Schnauze, und dazu stehen uns verschiedene Waffen zur Verfügung, es gibt Einhandschwerter, es gibt Dolche, die sind unterschiedlich schnell machen, unterschiedlich viel Schaden, und was ja ein Dark Souls-like Spiel ausmacht, kosten unterschiedlich viel Stamina, also Ausdauer, um die Waffe zu schwingen. Es gibt auch Dual-Wield-Waffen, es gibt so Klauen zum Beispiel, die, wo man wie Wolverine in jeder Hand irgendwie drei Krallen hat. Die sind deutlich schneller, machen aber weniger Schaden als zum Beispiel ein riesiges Zweihandschwert. Auch solche Waffen gibt es natürlich. Dann gibt es noch Fernkampfwaffen wie den Bogen oder sogar Magie in Form von Büchern, die man ausrüsten kann. Allerdings kann man im Gegensatz zu den normalen Waffen oder dem Bogen, für den man Munition findet in Form von Pfeilen, diese magischen Bücher nicht durchgehend einsetzen, denn dafür ist unser Glaube gefragt. Glaube ist eine der Ressourcen im Spiel, die bekommen wir für das Töten von Gegnern, für das Finden von Gegenständen, für das Finden von Geheimnissen. Und diesen Glauben geben wir nicht nur aus, um mit diesen Büchern zu zaubern, sondern, und das ist eine der weiteren Mechaniken im Spiel, überall in den großen, weitläufigen Levels sind Schreine versteckt. Schreine, Statuen, an denen man quasi beten kann und seinen Glauben ausgeben kann, um Verbesserungen für sich selber zu bekommen. Sei es jetzt, dass man eine Götze findet, die einem irgendwie einen Lebenspunkt mehr gibt, oder dass man einen Buff bekommt, zum Beispiel plus 5% kritische Trefferchance und dergleichen. Diese ganzen Gegenstände, Verbesserungen und so weiter verlieren wir aber, sobald wir das Zeitliche segnen. Dann geht es jedenfalls zurück ins Hub. Das ist quasi der zentrale Punkt, von dem aus das ganze Spiel stattfindet. Dort gibt es einen Schmied, der uns vor jedem Durchgang, den wir in den Dungeon unternehmen, mit Waffen ausrüstet und Rüstungen. Zum Beispiel, wenn man einen Boss besiegt, nimmt man die Bosswaffe auf. In meinem Fall war das jetzt zuletzt eine riesige Keule mit Stacheln dran. Nachdem ich diesen Boss besiegt habe, hat der Schmied diese Waffe für mich zur Auswahl. Nicht alle Waffen, die wir finden, landen automatisch beim Schmied. Das passiert ähnlich wie bei Dead Cells im Sinne von, der Schmied kriegt einen Bauplan und kann diese Waffe herstellen und wir müssen uns jedes Mal neu ausrüsten. Wir können zwei Waffensets gleichzeitig tragen. Das lädt dazu ein, eine zum Beispiel starke, langsame Waffe und auf der anderen Seite vielleicht etwas schnelleres und noch ein Schild dazu zu benutzen, um verschiedenen Gegnern in verschiedenen Situationen besser entgegenstehen zu können. Zur Story kann ich leider wirklich nicht besonders viel sagen, denn die ist ziemlich kryptisch und auch nur durch Gespräche mit NPCs erzählt und da
muss ich mich selber als schuldig bekennen. Das interessiert mich meistens nicht so wirklich. Wenn ich irgendwo durch die Gegend laufe und da sitzt einer in der Ecke, ja, ich quatsch den kurz an, um zu gucken, ob irgendwas passiert. Aber wenn er tatsächlich was zu sagen hat und der Text sich so langsam aufbaut, da, weiß ich nicht, das interessiert mich dann nicht so, deswegen lese ich mir das nicht durch und kann aufgrund dessen nicht so viel zur Story sagen. Ich habe aber in anderen Informationsquellen auch schon rausgefunden, dass die Story des Spiels jetzt nicht so unbedingt der Hauptfaktor ist, weswegen man Dark Devotion spielen sollte. Ganz anders sieht es aus mit der Präsentation, denn die Grafik und das Sounddesign finde ich persönlich sehr, sehr stimmig. Die Level, also die einzelnen Abschnitte der verschiedenen Dungeons, unterscheiden sich vom Setting. Es gibt zum Beispiel so eine grüne Kloake, wo viel giftige Brühe rumschwirrt und der Gegnertyp auch dementsprechend aussieht. Dann gibt es ein blutiges Verlies, wo überall Gitterstäbe sind und Todesfallen und so weiter. Und so wechseln sich die Level untereinander ab. Unsere Helden finde ich auch sehr, sehr hübsch designt. Je nachdem, welche Rüstung wir finden, ändert sie auch ihr Aussehen geringfügig. Allerdings ist das auch schon alles, was man an Konfiguration des Hauptcharakters geboten bekommt. Also die Rüstung entscheidet darüber, welche Farbe wir haben, ob wir einen Helm tragen oder eine Kapuze oder nicht. Und die Waffen unterscheiden sich natürlich. Da hätte man ein bisschen mehr Energie reinstecken können, um das Ganze etwas mehr konfigurierbar zu machen. Stört mich persönlich aber nicht, erfüllt seinen Zweck und gefällt mir sehr gut. Das düstere Setting in diesem gotischen Gewand mag ich auch sehr, sehr gerne und die Musik untermalt das Ganze sehr, sehr passend. Das Sounddesign an sich, also die Kampfgeräusche, die Hintergrundgeräusche, die Geräusche, die Monster machen und so weiter, finde ich auch alles sehr, sehr stimmig und das Ganze erzeugt eine sehr, sehr gute Atmosphäre, wie ich finde. Jetzt habe ich euch ein paar Sachen erzählt, die in dem Spiel einfach stattfinden, die ich persönlich auch mag, wie zum Beispiel das Kampfsystem, das finde ich sehr gut. Es gibt allerdings auch Dinge, die das Spiel nicht so besonders gut macht. Und zwar ist man als Spieler relativ auf sich selbst gestellt. Dark Devotion erklärt nicht besonders gut seine ganzen Spielmechaniken und die Steuerung ist auch ein wenig gewöhnungsbedürftig. Denn anders als in normalen 2D-Action-Plattformen greift man nicht mit einem der Face-Buttons auf dem Controller an, sondern tatsächlich wie bei Dark Souls mit dem R2-Trigger. Da bin ich persönlich kein besonders großer Fan von und ich wünschte, ich könnte das umlegen. Dazu bietet das Spiel leider keine Möglichkeit. Je nach Waffe gibt es auch unterschiedliche Angriffsanimationen. Wenn man ein Schild hat, blockt man mit L2. Wenn man kein Schild hat, macht man mit L2 quasi so eine Art kleinen Backstep oder sowas. Ansonsten kann man mit der Kreistaste, beziehungsweise Kreistaste ist jetzt die PlayStation-Variante, mit dem A-Button auf dem Nintendo Switch-Controller, kann man halt eine Ausweichrolle machen und das alles kostet Ausdauer, also Stamina. Die lädt sich dann auch wieder auf, aber das sind Mechaniken, die erklärt das Spiel zu Anfangs nicht besonders gut. Gleiches gilt für die Verwaltung von Lebensenergie. Ihr habt links oben in der Ecke 2 bis 3 rote Bälle und darüber sind noch Schilde. Und diese Schilde sind entweder ganz oder zerborsten, also kaputt. Im Prinzip, wenn man 3 rote Bälle und 2 Schilde hat, hat man 5 Trefferpunkte. Man kann 5-mal getroffen werden. Das sind 2 unterschiedliche Ressourcen und benötigen auch 2 unterschiedliche Items, um diese Ressourcen wieder aufzufüllen. Sprich, es gibt Rüstflickwerkzeug und es gibt Lebensenergie zu finden. Und das ist auch etwas, was das Spiel leider überhaupt nicht erklärt. Genauso wie die ganzen Möglichkeiten, die man hat für verschiedene Talent-Trees, wo man noch eine andere Ressource ausgeben kann, um permanente Buffs zu erhalten und so. All das sind Sachen, die man als Spieler selber rausfinden muss und auch für sich selber entscheiden muss. Setze ich mich damit jetzt mehr auseinander oder vernachlässige ich das Ganze vielleicht? Was es auch noch gibt, was ich eigentlich ganz praktisch, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen blöd finde, ist, es gibt an verschiedenen Stellen in den Levels so eine Art Portal. Dieses Portal kann man aktivieren, aber es kann immer nur ein Portal gleichzeitig aktiv sein. Das heißt, nicht wie bei zum Beispiel Castlevania oder so, wenn man überall diese Portalräume aktiviert hat, dass man dann einfach in den Level hin und her springen kann. Nein, man kann, wenn man aus der Hub-World in das Portal einsteigt, kommt man immer an der Stelle raus, wo man das letzte Portal aktiviert hat. Und wenn man jetzt woanders ein Portal aktiviert, stellt dann hinterher fest, hier will ich eigentlich gar nicht mich aufhalten, ich bin nicht noch viel zu schwach, den Boss kann ich jetzt noch nicht besiegen, ich muss wieder in die andere Richtung. Dann hat man leider gelitten und muss dann erst wieder zu dem anderen Portal hin, um das zu aktivieren. Ja, das war mein grober Überblick über Dark Devotion. Ich guck mal ganz kurz auf meinen Zettel. Ja, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Nichtsdestotrotz gefällt mir der, also trotz der auch
negativen Aspekte gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Ich werde da wahrscheinlich noch einiges an Zeit rein investieren, auch wenn ich nicht ultra begeistert bin. Also meine Vorfreude, die ich anfangs hatte, die ist etwas geschmälert worden dadurch, dass die Steuerung halt nicht konfigurierbar ist und dass man überhaupt nicht springen kann. Das finde ich persönlich irgendwie ein bisschen schade. Auf der anderen Seite wird der Entwickler sich dabei sicher was gedacht haben. Für wen ist Dark Devotion denn eine Empfehlung? Ich würde sagen, jeder, der diese Dark Souls Spiele oder Bloodborne oder sowas gemocht hat und auf Pixel Art steht oder generell so ein gotisches Setting mag und eine Herausforderung sucht und nicht unbedingt auf Story aus ist, der kann bei Dark Devotion auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Alle anderen sollten vielleicht auf einen Sale warten. Das war's von mir. Ich würde gern von euch in den Kommentaren wissen, kennt ihr das Spiel? Habt ihr das gezockt? Was haltet ihr von Dark Devotion? Lasst mir einen Kommentar da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Retro Joe out. Bye, bye.